Außerdem habe ich hier noch ein bisschen Basilikum. Basilikum. Hallo Tierfreunde und willkommen zum nächsten Kochvideo. Eigentlich wollte ich diese Woche was ganz anderes machen, allerdings habe ich in meinem Garten gerade so viele Tomaten geerntet, dass ich dachte, ich müsste diese Woche unbedingt was mit Tomaten machen. Deswegen machen wir heute einen super leckeren Tomatensalat. Okay, los geht's. Ja, für den Salat brauchen wir natürlich erstmal Tomaten. Ich habe hier ungefähr 600 bis 700 Gramm. Aus den Tomaten könnt ihr erstmal die Strünke rausschneiden und sie dann je nach Größe vierteln oder achteln. Oder auch wenn ihr jetzt wirklich ganz große Tomaten benutzt, dann natürlich noch viel kleiner schneiden und schon mal klein geschnitten in eine Schüssel geben. Dann braucht ihr eine mittelgroße Zwiebel. Und ihr könnt hier in ganz feine Würfel schneiden. Außerdem zwei Knoblauchzehen, die könnt ihr auch in feine Streifen schneiden und dann so fein wie möglich würfeln. Ihr könnt sie auch reiben, wenn ihr möchtet. Die könnt ihr einfach zu den Zwiebeln dazulegen. Um ein bisschen die Säure von den Tomaten und auch die Säure von dem Essig, den wir dazugeben werden, auszugleichen, habe ich hier drei Datteln. Die halbiere und viertel ich. Und schneide sie dann ebenfalls in feine Würfel. Und ihr braucht noch etwas Rosmarin. Da könnt ihr die weiche Spitze abnehmen und ein paar Blätter. Ist nicht zu viel, also dieser Zweig hier wäre jetzt auf jeden Fall zu viel, aber so ein, ja, so ein kleines bisschen sollte ausreichen. Und den könnt ihr ganz einfach fein hacken. Wenn ihr jetzt keinen frischen Rosmarin habt, dann könnt ihr auch getrockneten nehmen. Aber mit frischen ist es halt einfach noch ein bisschen intensiver. Dann braucht ihr eine flache beschichtete Pfanne mit ungefähr 3 Esslöffeln Öl, auf keinen Fall mehr. Und da könnt ihr dann schon mal die Zwiebelwürfel und die Knoblauchwürfel reingeben. Und außerdem ca. 3 Esslöffel Sonnenblumenkerne. Nach Geschmack könnt ihr da auch mehr oder weniger nehmen. Und auch andere Kerne benutzen, zum Beispiel Kürbiskerne würde funktionieren. Oder was ich jetzt nicht hier habe, aber was ich auf jeden Fall empfehlen kann, mal auszuprobieren, sind Hanfsamen. Die müsst ihr dann auch nicht unbedingt so lange anrösten, die könnt ihr dann einfach zum Schluss kurz einmal mit dazugeben. Ja, die Zwiebeln und die Kerne rösten wir jetzt kurz ein bisschen an auf hoher Stufe. Circa eine Minute. Ihr könnt übrigens auch die Zutaten einfach so in den Salat geben, das ist auf jeden Fall einfacher. Aber so bekommt er einfach nochmal ein intensiveres Aroma. Und außerdem wird aus dem Knoblauch so ein bisschen die Schärfe rausgenommen. Wenn ihr es übrigens schärfer haben wollt, dann könnt ihr auch noch eine kleine frische Chilischote in die Pfanne mit dazugeben. Werde ich jetzt aber hier auch weglassen. So, nach einer Minute ungefähr könnt ihr dann die Feigen dazugeben. Und einmal kurz mit unterrühren, auch nur ganz kurze Zeit. Dann könnt ihr den Herd ausmachen, die Pfanne von der Hitzequelle schieben, noch mal kurz ein bisschen weiter rühren und den gehackten Rosmarin dazugeben, denn der entfaltet sein Aroma auch am besten, wenn er ein bisschen erwärmt wird. Wieder mit unterrühren. Und entweder könnt ihr das Ganze in der Pfanne jetzt noch auskühlen lassen oder ihr gebt es ganz einfach gleich warm in euren Tomatensalat und rührt den schon mal einmal durch. Dazu kommt jetzt etwas Salz, ungefähr einen halben bis einen Teelöffel, je nach Geschmack. Etwas Pfeffer. Einen kleinen Schuss Essig, da könnt ihr Apfelessig nehmen, Balsamico-Essig oder Kräuteressig zum Beispiel. Davon braucht ihr ca. nur einen Teelöffel. Das könnt ihr nochmal unterrühren. Und ich will noch ein paar Kräuter, und zwar ein bisschen Basilikum. Den werde ich jetzt einfach fein schneiden.
und zum Salat dazugeben. Passt auf, dass ihr wirklich die warmen Kerne vorher unterrührt. Denn wenn ihr jetzt den Basilikum auf die warmen Kerne geben solltet, dann wird der einfach schwarz werden. Außerdem habe ich hier noch ein bisschen Petersilie. Und die könnt ihr mitsamt dem Stiel ganz fein hacken. Und ebenfalls zum Salat dazugeben. Ein bisschen unterheben. Und der kann jetzt auf jeden Fall mal so ein paar Minuten durchziehen, vielleicht so 10 Minuten ungefähr. Und dann ist er fertig zum Servieren. Und schon habt ihr einen super leckeren Tomatensalat. Das ging jetzt auch ziemlich schnell. Also mit durchziehen lassen ungefähr eine halbe Stunde. Ja, mal kosten. Also ich finde ihn wirklich super lecker, super würzig und mit eigenen Tomaten ist er natürlich unschlagbar. Aber auch mit gekauften Tomaten wird er auf jeden Fall super lecker sein. Und was ich auch gut finde, ist, dass die kleinen Datteln da so eine kleine Süße reinbringen. Und ja, das finde ich bei vielen anderen Tomatensalatrezepten immer so ein bisschen ja, blöd. Da muss man halt irgendwie Zucker reinmachen oder es ist dann halt einfach im Endeffekt ein bisschen säuerlich. Und ich finde, die Datteln gleichen das wirklich wunderbar aus. Ihr könnt übrigens auch ganz einfach einen bunten Salat draus machen. Einfach noch ein paar Tomaten weglassen, ein bisschen mehr Paprika dazu, ein bisschen Gurke dazu. Und schon habt ihr einen wunderbaren bunten Salat. Aber ich finde, Tomatensalat ist echt was ganz Besonderes. Ja, vielen Dank fürs Zusehen. Das war diesmal wirklich wieder ein einfaches Rezept. In der Endcard findet ihr auch noch zwei andere Salate. Ansonsten wünsche ich euch wieder viel Spaß beim Nachmachen und bis zum nächsten veganen Kochenende. Tschüss!